passiert mit Joschka Fischers Jackett. Jetzt kommt, ich habe nur drauf gewartet, Kriegshetzer. Hier spricht ein Kriegshetzer und Herrn Milosevic schlagt dir demnächst für den Friedensnobelpreis vor. Nicht wahr? Barmer sicherheitshalber Trittin. Ja, das ist wirklich. Haben Sie eigentlich so eine eigene Hass-Website schon? Ich bin der Liebling der Nation. Dazu, was soll denn da? Ich könnte nichts dafür. Eine kurze Stellungnahme geben, die das klarstellt. Entschuldigung. Jump up and down and move it all around. Shake your hand to the sound, put your hands on the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, then you're doing it. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Mambo number five. Hey, 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 hey. Andrea und Ralf, ihr seid Brüder, du bist die jüngere Schwester. Mein Bruder stinkt aus der Fresse wie eine Kuh aus dem Arsch. Hatte nämlich Schafe früher, die ich sehr geliebt habe. Und mit denen habe ich gespielt, wie andere Kinder mit Kätzchen spielen. Und die Katzen wurden auch, die Schafe wurden wie Katzen geschmust und die Schweine auch. Und ich sag's ihnen, ich habe meine Schafe mit Zungenschlag geküsst. Also sollte ich. Ich habe drei und hab da im Koma gelegen. Das war tiefschlafversetzt. Nein, Koma. Tiefschlafversetzt. Ich hätte nicht mehr aufgehört. Um deine Körperfunktion zu regulieren, weil du zu viel Beruhigungstabletten genommen hast. Oh. Sie sind ein richtiger Mann und finden, die Oberweite einer Frau kann gar nicht groß genug sein. Prall, rund und fest, so muss der Busen eines richtigen Weibes sein. Oder sind Sie stolz auf Ihre große Brust? Dann rufen Sie an 0137 44 3322. Die Hotline für dicke Dinger. Was, wie würden Sie Ihren Körper beschreiben? Mein Körper? Hm? Ich habe viel Busen, viel Po, viel Busen. Wo sind die? Da. Vier? Viel. Ich frag mal hier im Publikum, ob einer der Frauen Lust hat, mit einem zusammen zu sein, der sich auf der Brücke stellt und sich umbringen will. Ja, wegen dir, blöde Kuh. Wegen mir? Weil ich meinen neuen Eltern schlecht hatte. Wegen mir? Wegen deiner Eltern, aber nicht wegen mir. Weil ich mit meinen Eltern wegen dir Stress hatte. Ach so, dann machst du das wegen mir? An der Stelle können wir ein bisschen... Peter, kannst du ein bisschen normal bleiben?
Bitte brüllt mir nicht so in die Ohren, ja? Okay? Danke. Sein Problem ist, er fühlt sich zu sexy. Ja, Mädchen, wer schreit? Wo reicht es hier? Hör mal, wer schreit, hat Unrecht. Man kommt ja gar nicht zu Wort, wenn man sich hier nicht lautstark bemerkbar macht. Das ist schon mal das Erste. Denn da sitzen 150 Leute, ich bin allein. Kettenraucher? Ja, nee, ich sag jetzt mal. Es gibt viele. Wie viele? Überleg mal. Ja, überleg du mal. Ja, ich überleg die ganze Zeit. Hast du einmal in eine Krankenstatistik? Anja, du musst nicht so schreien. Ehrlich, das geht. Jetzt kriegt ja einen Spinner hier, ehrlich. Pass mal auf, du weißt ganz genau, wie es gewählt. Mensch, das ist eine Brille, die kosten reichlich Geld. Guck mal. Könnt ihr mal bitte gucken, dass ihr da vorne bitte Platz habt? Das geht nicht, dass der Mensch neben mir sitzt auf diese Art und Weise. Ja, gut. Hast du Schluss gemacht? Ja. Wann? Noch nicht allzu lange her. Noch nicht allzu lange her, das denke ich mir. Es kann doch nicht allzu lange her sein, weil Nina eigentlich nicht wirklich mitgekriegt hat, dass du mit ihr Schluss gemacht hast. Ja. Da drüben kommt sie. Nina. Dumm oder was? Nina. Wer ist hier dumm im Kopf? Ey, wie gehst du denn ab, Alter? Ich weiß nicht, Gewalt gehört eben dazu. Ich meine, in dem Stadt. Ach, halt mal die Schnauzen da hinten, ihr Idioten, ey. Mit Messerstich 5 cm im Rücken, Polizeibeamte, hatte verschwunden, verdammte Normale, hatte gekriegt 3 Jahre Bewährung. Und wegen sie Ohrfeige 22 Monate. Du wolltest meine ganzen Kinder umbringen, wenn ich von dir weggehe, weil alle Bande rausgeht. Weißt du was? Oh, Biggie. Nein, hey! 5 cm im Rücken, Polizeibeamte, hatte verschwunden, verdammte Normale, hatte gekriegt 3 Jahre Bewährung. Und wegen sie Ohrfeige 22 Monate. Du wolltest meine ganzen Kinder umbringen, wenn ich von dir weggehe, weil weißt du was? Oh, Biggie. Nein, hey! Nee, also ich weiß nicht, in dem Stadtteil, wo wir wohnen, da gehört das dazu. Ich meine, wenn du nichts drauf hast... Ja, wir sind ja hier nicht euer Stadtteil. Warum flippst du jetzt hier so aus? Halt die Schnauze, du Bastard! Ich komm jetzt und ich trainiere jeden Tag aus dem Grund, weil ich nie wieder so aussehen möchte wie er. Weil er kann so viel Ausdauertraining oder Karate-Training wie machen, wie viel er will. Er seid mir nicht böse, wen interessiert denn das jetzt? Fraß. Ich bin der Nikolaus, entschuldigt. Ist mir scheißegal. Legen Sie sich im Arsch, okay?